Kennst du das Gefühl, wenn du die ganze Zeit versuchst, etwas zu verändern, alles zu geben, durchzuziehen, aber du merkst, dass es nicht klappt? Wenn du etwas aus deinem Leben machen willst, wie jeder Zweite, den du da draußen siehst, wenn du Angst hast, nicht genug zu sein, Angst hast zu scheitern, wenn du aufgeben willst, weil du müde bist, du es schon so oft probiert hast, dir es schon so oft vorgenommen hast, aber es irgendwie nie gepackt hast. Immer wieder stehe ich an dem Punkt, wo ich nicht weiß, ob mein Weg überhaupt richtig ist. Ich frage mich, ob nur ich so bin, ob nur ich die ganze damit zweifle, ob nur ich es nicht hinbekomme, endlich zu schaffen, was ich mir vornehme. Und vor allem, ob ich all meine Zeit noch verschwende. Die Frage ist, was ist die andere Option? Was ist die andere Option, verdammt? Aufgeben, aufhören weiterzumachen, später da sitzen und sich zu fragen, hätte ich nur aufgehört zu zweifeln, hätte ich den Shit einfach durchgezogen? Entweder wir wählen den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz, wenn wir später bereuen, was wir alles nicht getan haben. In Wahrheit haben wir einfach nur Schiss davor. Wir haben Angst. Das ist der größte Feind, der uns zurückhält. Aber die Ängste, denen wir uns nicht stellen, werden immer unsere Grenzen bleiben. Nichts wird sich in unserem Leben ändern, bis wir uns nicht selbst ändern. Das ist die einzige Entscheidung, die wir haben. Was und wen lasse ich hinter mir? Was will ich machen? Wie will ich es machen? Und wer will ich sein, verdammt?